Hallo und herzlich willkommen zurück bei den... Was? Ja, okay. Ich verstehe gar nicht, warum... Okay, ich verstehe, dass die schlafen. Das verstehe ich. Ich weiß aber nicht, warum die immer zusammen in die Kiste steigen. Ich meine, auch wenn es... Also vor allen Dingen Vater und Sohn, weiß ich nicht. Okay. Na gut, jedenfalls... Kunibert ist ein Romantiker, jetzt im Bett geworden gerade. Was ist denn hier los mit diesen... Okay, er fühlt sich unwohl, das ist natürlich okay. Was... Ach, jetzt geht er natürlich erstmal aufs Klo. Okay, das kann er ja gerne machen. Ich will ihn da nicht unterbrechen. Und dann würde ich sagen, wir können ja mal... frühstücken, ein Rührei. Der Adi muss auch gerade, dem pressiert es auch ein bisschen im Schritt. Das Haus ist relativ, also das Haus wirkt ein bisschen größer als bei den anderen Schlömpis. Wo geht der denn essen? Und wieso geht er erst essen? Da, jetzt ein Hustensäftchen. Tonero! So. Oh. Natürlich, der Kunibert hat natürlich gar keine Ahnung vom Kochen. Der muss natürlich alles noch ein bisschen üben gerade. Aber das wird schon. Hat der... Was hat der denn? Hat der einen Wurm? Hat der einen Wurmfortsatz? Guck mal, wie der schmollt. Der ist ja voll am Schmollen. Adolf schmollt beim Kacken. Adolf schmollt beim Kacken. So. Okay, er macht sich lecker Rührei. Oh Mann, jetzt hab ich Hunger. Oh Mann, ich sollte das nicht spielen, wenn ich Hunger habe. Oh Mann. So, die Frage ist natürlich, was machen wir? Geht Adolf gleich wieder pennen oder was? Ah nee, der holt sich erstmal sein Essen. Setzt sich wahrscheinlich gleich zu Kunibert. Mal gucken, was da so für Dialoge entstehen. Die sehen auf jeden Fall beide sehr glücklich aus. Kuni braucht andere Klamotten. Da muss ich mal gucken. Natürlich ist Adolf Fruity Loops. Der mag es eben immer bunt. Lockere Unterhaltung. Oh. Eine negative Energie ist voll nicht gut, Adolf. Mann, ich liebe einen Burger statt im Fraß hier. So ein Rattenfraß. Da! Ich staubsauge gern. Deutschland muss sauber sein. Ja, meine Glatze ist richtig sauber, ey. Die ist mega wischi-waschi poliert, Alter. Du, Vater, ich brauche Taschengeld. Für die Weltherrschaft brauche ich viel Geld. Viel Geld! Ey, chill doch erstmal eine Runde, Adi. Alter, sei mal ein bisschen adäquat, verstehst du? Da, als erstes lösche ich die Fliegen aus. Die fliegen mir immer so um den Popo, wenn ich nicht abwische. Die braune Masse dreht durch. Oder außerdem möchte ich in einem Disney-Musical singen. Singen, Vater, singen. Circle of Life. Ey, du, ich hab immer auf einer Karte ein X gemacht. Das war voll super mit so einem roten Ding. Das war so groß. Geil, Alter. Verstehst du? Da, Vater, ein rotes X auf Karten mache ich auch. Das macht mich wütend. Ich will das sofort erledigen. Sofort. Was will er? Trainingsgerät benutzen, weil wütend. Wieder aufgebrachte Wiederholung. Da ich brauche ein Trainingsgerät. Ein Trainingsgerät. Wir haben, glaube ich, gar kein Geld. Trainingsgerät. So. Unangenehmes Gespräch. Nice. Bald schon wird es. Säure vom Himmel regnen. Säure und Tränen wird es regnen. Was? Hast du Säure? Was? Und dann male ich wieder ein Bild. Die werden mich schon in der Kunstfachschule auch annehmen. Dafür werde ich sorgen. Sorgen. Ich besorg's mir mal lieber selbst. So. Muss man mal boxen. Ich habe mir eine Box-App heruntergeladen. Mit der kann ich auch Sport machen. Oder ich zünd was an. Anzünden. So. Die quatschen ja immer. Nee, doch nicht. Kann ich die einfach machen lassen? Ich weiß gar nicht. Der Vater braucht ja einen Job. Adolf. Vater. Vater, warum pisst du dort ins Porzellan? Diese gelbe Suppe. Er ist einfach nur wütend. Aufgebracht. Kann seinen Ärger nicht verstecken, wenn er ein mieses Gespräch führt. Okay.
Und der Kunibert fühlt sich natürlich unwohl. Ach, wegen Rückenschmerzen und wegen schlechtem Nachgeschmack war nicht sehr lecker. Und weil seine Privatsphäre gestört wurde, fühlt er sich jetzt so ein bisschen, naja. Jungs, so bad. Da, alles wieder gut. Ich gehe irgendwo einmarschieren. Kunibert geht natürlich erstmal pennen. Der ist noch bekifft von gestern. Und Adolf liest erstmal in seinem Tagebuch. So. Eintrag vom 23. Oktober 1900. Kann ich nicht lesen. Mieses Buch. So eine Scheiße. Wer schreibt denn sowas? Da stapfe ich erstmal ins Bad, ins Schlafzimmer. Huch. Hä? Was passiert denn hier? Lockere Unterhaltung, das wäre bestimmt super locker. Ey, lass mal über mich reden. Du denkst doch gerade an mich. Ich kenne dich doch, Adi. Hm? Du kleiner Saubermann. Eines Tages kriegst du auch eine Glatze wie dein Pader. Brinker. Adolf, das war witzig. So, das war Schelmfähigkeit erworben. Adolf hat sich ein bisschen ausgelassen und ist jetzt glücklich. Kunibert nimmt ein Buch. Die Frage ist, was fangen wir mit den beiden an? Der Adolf, der muss ja wahrscheinlich zur Schule, oder? Der hat aber wahrscheinlich noch keine Hausaufgaben im Inventar. Nee. Der muss zur Schule und kann eigentlich mal Outfit ändern. Wir machen mal Outfit ändern. Sportbekleidung. Okay, da müssen wir müssen, die Outfits hätte ich noch ändern sollen, das tut mir leid. Wir schicken Adolf mal ein bisschen Jog. Kann Adolf nicht, da kann überall hingehen, aber da kann nicht, wie, da muss er da hinkommen? Hä? Es gibt keine Tür? Hier ist keine Tür. Die beiden sind eingesperrt. Warum, bei dem Haus gibt's keine Tür. Ein Haus ohne Türen. Ein Baby bleibt mal cool und kriegt keine Allüren. Du wohnst in meinem Haus, ich entferne alle Türen. Das mache ich nur aus Liebe, das mache ich nur aus Glück. Weil ich immer gerne bliebe und ich schau nicht mehr zurück. Denn damals war ich ohne dich, da hatte ich noch eine Tür. Und heute hab ich sie ausgebaut, dann bleibst du nur bei mir. Eine Tür, ist leider immer auch Veränderung. Eine Tür, dafür habe ich kein Gespür. Ich mag es nicht. Huch. Nimm ich mal diese Tür. Ich mag es nicht, wenn die Dinge sich ändern. Ich mag es nicht, darum wechsle ich nie die Sender. Seit 2000 Jahren guck ich nur ZDF. Obwohl nur Scheiße läuft, schalte ich's nicht mehr weg. So, okay, jetzt kann doch der Adolf. Adolfchen und B-Dölfchen, das waren so, die haben immer Nüsse geklaut. Bei Donald. Kennst du vielleicht noch? Wieso kann man hier nicht joggen? Der kann reisen, aber der kann nicht joggen. Und ich muss mal ganz kurz. Wir haben. Outfits planen. Ich plane mal kurz das Outfit. Mal gucken, dann mache ich das wenigstens. Dann kriegt der Adolf noch ein neues Kostümchen. Hier ist ja auch noch ein Gästezimmer. Das haben wir auch noch. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Hätte man den Bunker eigentlich dahin machen können. Hätte ich das Zimmer einfach wegziehen können. Huch! What a shoots day. Outfits. Ich krieg Outfits. Fitze, 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 fitze. Outfit. Ein braunes Jackett. Finde ich adrett. Haben wir auch, nee, der braucht auf jeden Fall eine braune. Wir haben aber keine braune Hose dazu, ne? Nee. Vielleicht eine schwarze.
passt irgendwie besser. Und Adolf trägt doch keine Sportschuhe. Also bitte, der trägt natürlich immer... Der trägt immer die schwarzen. Ganz egal, was er macht. Sport, Sport, Sport. So, Acezeuris, das sind Socken, die braucht man nicht. Armbänder glaube ich auch nicht. Da glaubt der Papst nicht dran, dass der Adolf mal ein Armband trägt. Ohrringe wird auch nicht passieren. Ah Mist, ich dachte vielleicht kriegen wir hier irgendwo Stirnbänder. Ketten, ich glaube nicht. Sportkleidung. Bei Hüte haben wir auch nicht so ein Schweißband oder sowas, ne? Nee, irgendwie nicht. Immer wieder ein Klassiker. Oder hier die Unterhose beim Kopf tragen. Geht natürlich auch. Ich bin ein Pirat. Nein, bist du nicht. Gefällt mir eigentlich ganz gut, aber schade, dass es nur die eine Farbe gibt. Oder hier der komische Wurst. Ja, ich sag mal Wurstkopf. Wenn ich jogge, trage ich braun. Abendbekleidung. Ja, das kann man machen. Die Schuhe natürlich. Es tut mir leid, die Schuhe, da muss ich intervenieren. So. Abendkleidung geht, die ist genehmigt. Schlafkleidung. Natürlich beim Schlafen immer ordentlich mit Schuhen. Beinbekleidung. Und die Oberbekleidung. Mit Jacke. Der geht immer mit Jacke schlafen. Nee, natürlich nicht. Oh, Delzen. Kann ja eigentlich auch oben ohne schlafen gehen, theoretisch. Ich weiß noch nicht, ob es sich schickt. Oh, hier. Das ist so ein Reichsadler da oben rechts. Weiß ich gar nicht. Das ist eigentlich ganz cool mit den verschiedenen Sachen. Schlafkleidung. Naja. Weiß ich gar nicht. Was kann der denn mal anziehen? Hier. Schlafkleidung? Passt doch, oder? Ich nehme mal an, dazu haben wir kein passendes Schlafhosenmuster. Nee. Ratzfatz. Und wenn wir eine kurze Hose tragen, dann die Stiefel natürlich, sieht natürlich auch gut aus. Aber ich glaube, die langen Hosen passen einfach besser zu ihm, oder? Huch. Oder so. Ein Gewaltmarsch ins Traumland. Ich schlafe nicht, ich marschiere. Ja, das ist eine bequeme Schlafkleidung. Okay. Ausgehkleidung. Um Gottes Willen. Nein. Was ist. Nein, 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 nein. So. Dinge, die nie passieren werden. Ausgekleidung. Und die Hose, natürlich auch wieder stramm. Wobei das Hemd sieht schon ein bisschen bedenklich aus. Zumindest für Adolf. So, Schuhe. Adolf hat eh nur ein paar Schuhe. Was überlegen wir uns da eigentlich, was der anziehen soll? Der hat nur ein paar Schuhe. So sieht's nun mal aus. Und eine Brille, also ernsthaft, ganz ehrlich, da müsste er sich ja selber ausrotten. Der trägt doch keine Brille und Ohrringe. Was ist denn das für ein Geschmeiß? Das geht nicht. So, da sieht er doch, oder? Da hätten wir das nochmal. Ja doch, das trägt er auch zum Ausgehen an. Das mache ich mal. So, dann haben wir die Kleidung von ihm zumindest geändert. Von Kunibert muss ich eigentlich auch nochmal drüber gucken. Ich würde gerne... Nein. Der Adolf würde gerne Sport machen. Ladebildschirm, alter Freund.
So, wie kann der Adolf denn Sport machen? Der soll Liegestütze, der soll irgendwas, der kann einfach nicht. Absurdes Gerücht über Karriere versuchen zu beruhigen, geheimnis selbstironisch, mehr Auswahl. Kann der nicht irgendwas Unfug, freundlich, gemein, lustig? Ja, nee, Unfug. Ach so, wir sind... Nee, ich wollte doch jetzt hier. Outfit ändern, joggen gehen. So, das wollte ich. Oh, jebe, jebe. Da, dreckige Dreckkacke. Dreckstrecktraktor. Ich wollte die Reichsmark einführen und die behalten den Euro. Ich glaube, es hackt. Wo joggt denn der hin? Also von Jogging hat er aber nicht so viel Ahnung, scheint mir. Hab mich verlaufen. Links, zwei, links, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Wer ist denn diese... Wer war denn diese Dame da und warum sah die normal aus? Fehler in der Matrix. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Hallo, blonde Frau. Was ist denn hier los? Wir werden es nicht erfahren, leider. Interesting. Und wer wohnt denn hier? Wer wohnt denn hier? Da liegt Müll vor der Tür. Der scheint aus dem Eimer gefallen zu sein. Wer wohnt denn da, frage ich mich. Komisch. So, Kunibert. Was macht denn Kunibert? Kunibert braucht auf jeden Fall einen Job. Der hat aber noch keine Ahnung von nichts. Der wird natürlich... Hallo? Ja, jetzt hör doch mal auf zu lesen. Das ist nicht gut für dich, Kuni. Du regst dich nur wieder auf. Was diese ganzen bestochenen Imperialisten so schreiben. Da hast du natürlich recht. Oh, die Gitarre klingt so schlecht. Ey, das liegt aber voll nicht an mir. Ey, das liegt an der Gitarre hier. Ich bin ein super Gitarrenspieler. Was? Da war er lange joggen. Und hinterm Horizont geht's weiter. Ein neuer Tag. Und Adolf wird gefreiter, weil er das mag. Aber eines Tages bring ich ihm väterliche Werte bei. Ja, es klingt. Da, Vater, das ist ja ein Katzenjammer. Katzenjammern. Den ganzen Tag. Ich spüle mein Geschirr, weil ich es gerne sauber mag. Sauber, sauber. Ach, was für ein schöner Tag. Joggen war er auch. So. Der Adolf hat leider zu tun, denn er muss leider eine Rede üben. Für einen eventuellen späteren Beruf muss der Adolf natürlich die Rede üben in seinem kleinen Bunker. Das Bett ist im Weg, okay. Huch, hab ich gerade mal was geguckt. Ich muss das Bett bewegen. Schade, wir hatten so schön eingerichtet. Warum kann ich das nicht? Hä? So. Dann hängen wir das hier rüber. So geht's halt auch. Dann hat er hier ein bisschen Freigang. Ist vielleicht auch ein bisschen platzsparender. Das schwarze Brett hängen wir mal ein bisschen mittiger. Dann sieht das auch ein bisschen frischer aus. Okay. Und dann kann er jetzt aber eine Rede üben. Achso.
Das geht natürlich nicht, wenn die Welt stillsteht. Die Welt wird stillstehen, wenn ich eine Rede halte. Ich weiß es genau. Eines Tages tauge ich zu etwas. Dann werde ich ein großer Mann sein. Und ich rede nicht von Schuh absetzen, Baby. Nein, ich rede von einem großartigen Mann. Ciao, Tokibo. Ciao, Tokio heißt das. Ich werde Tokio vereinnahmen. Und ich werde einmarschieren und herrschen. Und ich werde ein gütiger Herrscher sein. Ein gütiger Herrscher. Ich sollte mich umbenennen lassen. Eines Tages lasse ich mich umbenennen in Cher. Ich werde Cher heiraten, die Musikerin. Und dann müssen mich alle Herr Cher nennen. Ich weiß es genau, Herr Cher. Dann habe ich schon die Hälfte gewonnen. Ich bin ein gütiger Herr Cher. Ja. Ganz groß wird das, ganz groß, ganz groß. Ganz groß, ganz groß. Ganz groß, ganz groß. Ich bin klein, aber das wird groß. Großartig. 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 So, ja, das wird großartig, glaube ich. Der Grund, warum der Kunibert nicht mehr Gitarre spielen kann. Ich kann voll nicht mehr spielen, was ist denn los? Ich hätte die Pilze voll nicht schnabulieren sollen. Ich hätte auch wissen müssen, was da drin ist. Was ist ein Pilz denn überhaupt drin? Woraus besteht so ein Pilz? Ein Pilz besteht doch aus 100% Zutaten Pilz. Ich meine, so auf der molekularen Ebene, woraus besteht denn so ein Pilz auf der molekularen Ebene, sag mal? Können Pilze Freunde sein? Die Beatles wurden doch auch Pilze genannt. Ich gucke immer, ob hier draußen bekannte Gesichter vorbeilaufen, aber... Oh, die ist traurig. Oder ihre Brüste ziehen sie nach unten, ich weiß es nicht genau. Kann gravitätische Gründe haben. Ich lerne langsam wieder, Gitarre zu spielen. Yeah! Hat die Gitarrenfähigkeit erworben. Aufgrund seiner neuen Gitarrenfähigkeit kann Kunibert jetzt auf dem Instrument üben. Das konnte er ja vorher auch schon. Weißen Katzenjammer. Ich trage keinen Pyjama. Meine Beats sind der Hammer. Bald spiele ich nicht mehr in der Kammer, sondern auf der großen Bühne. Und dann lese ich Schuld und Sühne. Keine Ahnung. Etwas lesen. Bücher kaufen. Bücher kaufen. Schade, dass man nicht mal in die Bibliothek muss. Das ist so schade. Das fand ich immer so ein bisschen realistisch, dass die selber losgehen müssen in der Bibliothek, die Sachen holen. Heute kauft man das alles natürlich bei Amazon, ist mir schon klar. Die Plünderspiele. Wieder eine verderbenbringende Arena zur Zeit der Apokalypse in naher Zukunft, in der sich eine junge Frau behaupten muss. Moment mal, wie viele Parodien davon haben wir schon gemacht? Achso, da gibt es schon mehrere davon. Okay. Die Stöhnung des Königs. Bitte was? Eine epische Fantasieserie über verfeindete Königreiche, faszinierende Charaktere und die komplizierten Machtkämpfe um die Herrschaft über diese Königreiche. Ah, ich verstehe. Game of Kings? Nee. Lame of Kings? Keine Ahnung. Ich suche die kleine Lok, die es nicht konnte. Na, das schenke ich mal dem Sarazar. So, drauf zeigen, aber nicht hinsehen. Ein Wort, F wie fehlgeleitete Ängste. Fitnessband, stell den Milchshake wieder weg. Und davon kann man dann quasi, wenn man das liest, wird man fitter. Das finde ich aber merkwürdig. Flirt-Tipps für Unbeholfene. Ja, das Lied, das holt er sich, oder? Geige. Ne, der Kunibert, genieße den Moment, teile deine Inspiration. Das ist eigentlich auch was für Kunibert. Überleben ist alles. Geschicklichkeit, geschüttelt oder gerührt. 400 gigantische Gebräue. Hier, Einführung ins Rocken. So. Die drei holt er sich.